So Leute, da bin ich wieder. Ich bin bei der Mission verzweifelt. Also das, was ich hier gemacht habe, keine Chance. Ich musste nachgucken, wie die Mission geht. Und holy shit. Ich bin bei dem ersten Versuch 100.000 Wege gelaufen. Ich habe irgendwie 25 Minuten gesucht. Das werdet ihr natürlich alles nicht sehen, weil das ist einfach nur reine Zeitverschwendung. Auch wenn ich nicht gerne so cutte. Aber das ist einfach nur Zeitverschwendung. Und ja, im Endeffekt, so wie ich es angegangen bin, war an sich gar nicht mal so unübel. Muss man dazu sagen. Aber erstens in der falschen Reihenfolge und dann wurde was nicht getriggert, was hätte getriggert werden sollen oder müssen. Also, na gut. Das heißt, wir werden jetzt den anderen Weg nehmen, den offiziellen, der halt auch im Video dann vorgeschlagen wurde. Aber das ist halt super selten, dass ich halt mal wirklich mal nachschauen muss. Wie gesagt, deswegen werdet ihr das halt nicht sehen. Die ganze Zeit dieses ganze Hin und Her. Weil es erstens nervig, zweitens, ja, hat es halt keinen Mehrwert. Das muss man halt einfach so sagen. So, zack. Dann ist der nämlich hier rein. Die Tür hat eine Fernsteuerung, Jones. Wir können selbst sie nicht knacken. Draußen stehen bewaffnete Wachen. Ich habe den Kartencomputer aktualisiert. Sie müssen in die Überwachungszentrale im Außengelände kommen. Dort können Sie das Türschloss öffnen und die Waffen der Wachen deaktivieren. Mhm. Na, das weiß ich auch schon, wo das ist. Weil das habe ich nämlich auch schon gefunden. Und die eine oder andere ist mir natürlich, habe ich halt nicht gefunden. Das war ja klar, ne? Kennt man ja, ist ja obvious. So. Jetzt könnte ich theoretisch wieder runtergehen, zurückgehen. Ich möchte aber ganz gerne probieren, ob ich die Dingens da... Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht, ne? Nein. Egal. Lassen wir mal. Nein. So. Natürlich ist er jetzt hier sehr, sehr viel gesneakt, weil, ne, Steps und sowas. Interessanterweise kann man mit dem, was auch immer, mit dem Thermal, die Sachen da durch die Dingens gucken, ne? Interessant, dass man halt wirklich sehen kann, yo, die stehen da, die stehen da. Kann die mich denn sehen, wenn ich... Wenn ich krabbel? Nein. So, zack. Alter, kannst du dich mal umdrehen, Kamera? Dankeschön. Ja, es ist natürlich jetzt ein bisschen... Geht doch. Wenn ich nämlich hier die Tür lockpicke, muss die Kamera halt einfach mal weggucken. Die Zeit ist auf jeden Fall da. Man hat die Möglichkeiten, hier entspannt nach vorne zu gehen. Da müssen wir auf jeden Fall rein, das weiß ich. Das habe ich schon mitbekommen. So. Ich würde eine Etage höher gehen. Als ob das Krabbeln halt wirklich... Mann. Nimmt sich nicht viel. Egal. Wir sind eigentlich da, wo ich wollte. Und wir sind halt auch so schnell, dass der Alarm so denn ausgelöst wird. Nicht auch, naja, für uns halt unrelevant ist. Sagen wir so, wir sind halt jetzt in der Kanalisation drin. Ich habe mir auch nur diese eine Mission hier angeguckt, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich weiß jetzt komplett spielen. Nee, nee. Alter, das hat aber auch bei dem geleckt wie Sau, by the way. Bei dem ich da geschaut habe. Und jetzt können wir auch ein bisschen schneller machen. Wir haben genug Zeit am Anfang verplempert. Das heißt, wir können jetzt mal ein bisschen Tempo hier ranlegen. Halt, falsche Richtung. Und mal ein bisschen Zeit aufholen. Der Alarm, der juckt uns im Endeffekt nicht. Den können wir einfach ignorieren. Weil... ja, der so gleich wieder ausgeht, weil uns werden sie halt nicht finden. Hier unten juckt's halt keinen. Wir haben eine geschalldämpfte Pistole. Also von daher ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Das Problem ist halt nur, die SOCOM, ja gut, wenn du da den Headshot machst, gut, der Typ cappt um. Da ist die Deagle halt deutend besser. Ich bin auch eigentlich nur durch das Video drauf gekommen und hab gesehen, ey, pass auf, da liegt ja eine schallgedämpfte Pistole. Das macht ja einiges viel, viel einfacher.
Also, daher. Sonst bin ich ja, also beim ersten Versuch bin ich dann halt mit der Dingens hier durchgegangen, mit der Diegel, bam, 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 alles umgenackt, fertig, aus. Aber so ist es dann natürlich, ja, ein bisschen einfacher, wenn man hier von vornherein halt die Pistole halt nutzen kann. Geh da rein. So, da kommt nämlich Trippeltrappel. Die Frage ist halt, kommen die jetzt hier rein? Beziehungsweise, wo die laufen. Ja, die suchen mich jetzt gerade wahrscheinlich. Die suchen mich halt echt. Keine Ahnung, auf warum die jetzt Bock haben. Vielleicht einfach nur aus dem Grund, einfach nur aus dem Grund, weil ich da ihren Kollegen getötet habe. Oder so. Noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, wenn wir halt die Leute hier ausschalten, das juckt halt eh nicht. Weil die müssen wir halt im Endeffekt so, so ausschalten. Weil es halt im späteren Verlauf dann gleich so, so besser. So, dann gehen wir jetzt einmal hoch. Naja, la 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 Adria, ja, ja, schon gut. So. Hier liegt eine Dingens. Und die würde ich ganz gerne mitnehmen. So. Eine PSG-1. So, dann haben wir eigentlich schon fast alles geschafft, was wir halt schaffen müssen. Da liegt jetzt noch einmal, da wo die Kamera dran ist, da müssen wir jetzt einmal rein. Und zwar würde ich aber ganz gerne den... Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, dass da irgendwie alle... Ah, fuck it, Mann. Nein! Lauf! Nein, lauf, 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 lauf! Ja, super. Egal. Ist jetzt nicht schlimm. Wenn wir hier jetzt, wenn wir hier genug Leben haben und hier reinkommen, alles gut. Haben wir. So. Da ist schon mal eine Tür, mit der man arbeiten kann. Na komm. Ach Mann, Alter, das ist natürlich sowas von unlucky. Das ist halt so dermaßen unlucky, das kostet schon wieder Zeit. Warum ich das unlucky finde, das erkläre ich euch gleich. So. Und zwar können wir auch erstmal auf die Diegel wechseln. Wieder. Wie gesagt, so schlimm ist es jetzt nicht, dass wir hier den Alarm ausgelöst haben. So können wir uns dann so, so gleich ein bisschen freier bewegen. Oh, lauf. In Sachen Leute halt abholen. Wir müssen so, so alle killen. Wir müssen nämlich Preboy raushelfen. Wieder mal beschützen. Naja, der Typ da hinten schießt noch ein bisschen dumm umher. So. Wir müssen nämlich nach oben gehen. Ich habe eigentlich ich hatte nämlich gedacht, weil wir haben hier nämlich PSG-1 Gewehre mit Schalldämpfer. Ich dachte, dass da oben auch ein SD-Dingens ist. Ja gut, das ist natürlich ein Satz mit X, wenn es halt dementsprechend dann nicht ist. So, zack. Die werden jetzt... Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass die halt direkt von da kommen. Da kommen nochmal zwei. Die können wir auch nochmal abfangen. Wie gesagt, wir müssen Preboy so, so Deckung gegen
abgeben. Daher ist es relativ... egal, auch wenn wir jetzt, was weiß ich, wie viel Schaden nehmen. Das ist alles scheißegal. Wir müssen halt nur die Mission überleben. Viel haben wir im Endeffekt nicht mehr zu tun. Und das ist ja das Gute daran. Klar, es ist halt jetzt ein bisschen dumm gelaufen, dass ich halt so viel Schaden genommen habe, ja. Aber hey. Das ist denn halt nun mal so. So, der Alarm sollte auch wieder gleich ausgehen. Wie gesagt, umso mehr Leute jetzt uns schon via Alarm halt hören, ist es an sich kein Thema. Weil wir können sie halt jetzt mit dem Schalldämpfer, ups, mit der Schalli hier ganz entspannt ausschalten. Und dann brauchen wir nachher nämlich nichts machen, weil der Alarm, glaube ich, geht halt so oder so nachher los. Also von daher schlagen wir sowieso gerade eine oder zwei Fliegen mit einer Klappe. So, an sich sollte es eigentlich frei sein. So, hier nach vorne laufen. Weil jetzt ist nämlich gleich was nämlich nicht getriggert worden. So, das hatten wir nämlich da gemacht. Alles drum und dran. Das Türchen hatte ich nämlich auch aufgemacht. Das Tor habe ich ja schon aufgemacht. Das große Tor, und dann soll ich da oben rauf. Da oben war ich drauf, da hat aber nichts passiert. So, das Ding auf. So, Ziel 5 erfüllt. Wie gesagt, das wurde halt bei mir halt nicht bestätigt. Da komme ich nicht ran. Ding ist es scheißegal. So, und dann war ich hier oben auch drauf.